Hallo, hier ist euer Dutzi und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr an die Maschinenpistole bekommt. Und zwar, dafür müssen wir erstmal auf diese Krankenstation. Die ist hier. Ein Raum halt unten, also hier, genau. Und da könnt ihr hier diese eine Tür mit dieser Magnetkarte aufmachen. Hier. Der hier. Und dann müsst ihr die Räume besuchen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das jetzt war. Hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Ja, hier war das gewesen. Da hat dann so eine Fusionszelle gelegen. Die hält die auch für die Hauptquests. Wo wir so brauchen. Also ist das ein guter Ort zu merken. So. Und dann geht's erstmal ganz nach unten. So, und dann hier ist im Prinzip dann hier im Prinzip dieser Kasten und dann da muss man ja das aktivieren. Ja, und hier den Stromkreis aktivieren. Damit man dann hier diese Magnetkarte hier benutzen kann. Damit man dann auch später zu Station 17 kommen kann. So. Aber jetzt muss man den Stromkreis nochmal deaktivieren. Und dann geht man dahin, wo der Ventilator war. Und dann kann man nämlich hier auch durch. Und da könnt ihr auch schon sehen. Das erscheint mir nützlich. Das ist der Generalschlüssel von Station 13. Und den brauchen wir. Aber es gibt ja auch noch so eine verschlossene Tür, an die man nicht rangekommen ist. Blaue Idee hier, muss ich sagen. So, und dann muss ich gucken, wo das nochmal genau war. Das war die Kranken. Ja, genau, dann wieder hier rein. Der Krankenstation hier. Dann ganz nach hinten laufen. Hier, nach rechts. Glaube ich, dass das hier war. Ich glaube, dass das. Ja, genau, also hier muss man dann hin. Und dann hier nach oben, da ist eine verschlossene Tür. Und da benutzt man einfach den Generalschlüssel. Und dann könnt ihr die Waffe auch schon sehen. Nun habt ihr die Maschinenpistole. Und ich werde die auch gleich mal ausrüsten. Also, mein lieber Mann. Ja, also, wenn die dann gelevelt ist, dann könnt ihr alles zerbersten, wie ihr wollt. Und dann mit Abolutes Revolverhelm, da könnt ihr damit ganz schön viel Damage drücken. So, gut, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann verabschiede ich mich und dann sage ich Ihnen auch nur noch, mach's gut.